Name brauche ich nicht mehr sagen. Nee, nee, nee. Ja, ich bin am 23. Mai 1932 in Lingen an der Ems geboren, habe dort die Volksschule besucht. In meinem Abschlusszeugnis steht drin, hat die Volksschule nur 7 Jahre besucht aus Kriegsgründen eben. Es war nicht anders möglich. Zu viel Fliegeralarm, immer unterwegs gewesen. Und mein Großvater, der war bei der Bahn. Und mein Vater war auch bei der Bahn als Vorarbeiter bei den Malern, bei damaligen AW Lingen, Ausbesserungswerk Lingen. Hatten zu der Zeit rund 1200 Leute. Und dann sagte mein Vater, komm doch zu uns, dann machst du bei uns die Schlosserlehre. Wann war das? Das war 1946. Da habe ich gedacht, jawohl, das mache ich. Dann musste ich ja erst zum Bahnarzt untersuchen lassen und eine Vorprüfung mussten wir auch noch machen. Das war alles in Ordnung. Somit bin ich am 1. April 1946 in die Lehre gekommen und kann das noch toppen. Ich war damals nur 13 Jahre. Ich wurde im Mai zwar 14, bin aber mit 13 Jahren in die Lehre gekommen. 3 Jahre in der Lehrwerkstatt und das 4. Jahr in der Halle gearbeitet, dann richtig mitgearbeitet in allen Abteilungen, aber alles nur für Lehrlingsgeld. Nach bestandener Prüfung denn sind wir dann in der Lokhalle gekommen und haben da unsere Arbeit gemacht. Bis 1950 bin ich da gewesen. Zum Beispiel, da wurden nur Lokomotiven repariert. Die Lokomotiven kamen rein, wenn die ihre Fristen hatten, wurden ganz auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Also rein Lok-BW war das. Wir hatten noch ein Wagenwerk, das war ein paar Abteilungen weiter. Das war aber eine Firma für sich. Da waren auch noch wieder 600 Leute beschäftigt. Die hatten aber nur Wagenausbesserung, Personenzugwagenausbesserung. Und bei uns im AW wurden nur Lokomotiven repariert. Ja, du sagst von der Schule, sagst du, wie das früher war. Das AW war natürlich auch schwer bombardiert worden. Oben drauf standen auch Flakgeschütze, Zwillingsgeschütze. Mein Vater zum Beispiel war oben auch mit drauf als Flakhelfer, der musste auch da oben nachts mit drauf. Ja, und zu Hause hatten wir eine Eisenbahnerwohnung, wo wir drin wohnten. Lingen war eigentlich eine Eisenbahnerstadt, wenn man so nehmen will. Und ich habe dann nur eine Schwester, die wohnt jetzt auch noch in Lingen. Und ich bin dann 1950, sagte mein Werkmeister, ich möchte mal zum Personalbüro kommen mit noch einem Kollegen. Und dann sind wir da hingegangen. Da sagte er, ja, hört mal Jungs, im BW Rheine, das ist 30 Kilometer von Lingen entfernt, Richtung Westen, ist auch eine BW, Bahnbetriebswerk mit Lokomotiven. Und die suchen dringend Heizer. Ab nächsten Montag müsst ihr dann nach Rheine und als Heizer. Ja, und wie geht das? Ihr kriegt eine Freifahrtkarte und wie ihr da hinkommt, ist eure Sache. Jedenfalls nächsten Montag da melden. Und da haben wir uns dann auch da gemeldet. Ja, prima. Und dann wurden wir eingeteilt als Lokheizer im Fahrdienst. Es ging natürlich nachts um 1 Uhr los, um 2 Uhr los. Und dann mussten wir abends schon reinfahren von Lingen nach Rheine, damit wir überhaupt zum Dienst kommen konnten. Das ging aber nur ein halbes Jahr gut. Da mussten wir wieder zum Büro kommen. Da hieß es dann, BW Osnabrück 1 sucht dringend Heizer. Ihr müsst ab nächsten Montag alle beide euch in Osnabrück beim BW 1 melden. Da wurde nicht gefragt, hat hier der Betriebsrat zugestimmt oder Personalrat zugestimmt oder was. Auf diesen Gedanken kamen wir auch gar nicht. Es hieß nur, da müsst ihr hin und fertig und dann ab.